Also schön, machen wir uns auf den Weg nach Azkaban, bevor die Sache hier noch völlig aus dem Ruder läuft. Mann, Lukas, irgendwie ist mir echt nicht wohl bei der Sache. Nun mach dir mal nicht ins Hemd, uns kann doch überhaupt nichts passieren. Naja, aber immerhin handelt es sich hierbei um den berühmten Harry Potter-Raucher. Der Typ hat Dumbledore umgelegt. Und deshalb sperrt man ihn auch auf dieser Etage ein. Hier sitzen die krassesten Motherfucker von allen. Hey, habt ihr eine Kippe für mich? Rauchen ist schlecht für die Gesundheit, Winnie. Ist lieber mal ein Apfel. Ach ja? Na dann f***t euch! Du scheinst öfter hier unten zu sein, oder? Klar, ich hänge hier andauernd rum. Aber so eine große Nummer wie Harry Potter-Raucher hatten wir hier schon lange nicht mehr. Hey, was macht dich hier unten? Entspann dich, Robert. Mein Kollege und ich wollen nur einen Blick auf Potter-Raucher werfen. Seid lieber vorsichtig. Der Typ hat bei seiner Ankunft 5 von uns vergewaltigt, bevor wir ihn in seiner Zelle fixieren konnten. Er hat 5 von euch vergewaltigt? Und gleich geht's ihm an den Kragen. Der dunkle Dirk ist auf dem Weg hierher und wird ihm den Todeskuss verpassen. Der dunkle Dirk? Was ist das denn für ein bescheuerter Name? Hast du noch nie vom dunklen Dirk gehört? Sollte ich das? Naja, der Typ ist eine Legende. Hey Leute, wisst ihr, wie ich zur Zelle von Harry Potter-Raucher komme? Ach du heilige Scheiße, sie sind der dunkle Dirk. Oh mein Gott, der coolste Dementor aller Zeiten ist hier. Es ist uns eine Ehre, sie kennenzulernen. Hört doch auf. Aber ihr habt schon recht. Folgen Sie mir bitte, ich bring Sie zur Zelle. Herrschaften, der gefangene Harry Potter-Raucher. Ach du meine Güte. Könnt ihr vielleicht mal die Fresse halten? Ich versuche hier zu schlafen. Das ist der große Harry Potter-Raucher? Der sieht doch ganz harmlos aus. Lass dich von seinem Äußeren nicht täuschen, das ist der reinste Psychopath. Na gut, Herr Potter-Raucher. Ich hoffe, Sie sind bereit, mir Ihre Seele zu überlassen. Ich bin höchstens bereit, eine alte zu schwängern. Tja, da muss ich Sie enttäuschen. Ich bin nämlich alleinstehend. Dem habe ich's gezeigt. Das wundert mich nicht. Du hast Mundgeruch vom Feinsten. Bitte? Du stinkst nach Scheiße aus dem Maul. Wie kannst du es wagen? Willst du irgendwas Bestimmtes oder mir einfach nur auf die Nüsse gehen? Ich bin hier, um dir den Todeskuss zu verpassen, du kleiner Kotzbrocken. Jetzt willst du mich auch noch küssen? Was genau ist das hier für ein Laden? Er macht ernst. Der dunkle Dirk wird ihm die Seele aussaugen. Jetzt können wir einem Profi bei der Arbeit zusehen. Sag leb wohl zu deinem Verstand. Ha! Ah, Alter, was soll das? Wow, ich habe noch nie jemanden so gut küssen sehen. Schaut, wie gezielt er seine Zunge einsetzt. Ich saug das letzte bisschen Glück aus dir raus. Leck mich, du Penner! Und? Hat es funktioniert? Schwer zu sagen. Ich bin wie eine kleine Katze geschminkt. Miau! Was ist denn mit dem auf einmal los? Scheinbar hat ihn der Todeskuss selbst getroffen. Oder er tut einfach nur so, um uns zu verunsichern. Oh, ich hab mir eingeschissen. Na gut, das ist doch ziemlich authentisch. Was macht Robin Hood mit gestohlenen Deo-Rollern? Keine Ahnung. Er verteilt sie unter den Armen. Ihr habt ja echt Spitzenpersonal hier. Das ging ja voll nach hinten los. Potter-Raucher hat überhaupt nichts abbekommen. Wenigstens ist er noch gefesselt. Wie wär's, wenn du mich jetzt von den Fesseln befreist, Dirk? Na klar doch, Kumpel. Aber nur, wenn wir mal zusammen Sauerkraut stampfen, ja? Was immer du willst. Oh nein, tu das nicht. Er macht die Fesseln auf. Hör auf damit, dunkler Dirk. So, jetzt bist du wieder frei, mein Freund. Perfekt. Das fühlt sich doch gleich viel besser an. Du kannst dich jetzt verpissen. Oh mein Gott, wir müssen Verstärkung holen. Kommt, Leute. Ich hab's doch gesagt. Wir hätten niemals hierher kommen dürfen. Wartet auf mich. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht hier, was, Ronald? Ronald! Naja, Harry. Also ehrlich gesagt könnte ich mir bessere Orte vorstellen. Meine Güte, du findest doch immer was, worüber du dich beschweren kannst. Tut mir leid, Harry. Was ist das überhaupt für eine Konstruktion? Sobald die Kerze das Seil durchgebrannt hat, fällt der Stein nach unten und katapultiert die Eisenfaust in meinen Arsch. Herrgott, Ronald. Könntest du mich jetzt bitte losmachen, Harry? Ich möchte mir das aber gerne ansehen. Harry! Ist ja gut, Ronald. Du bist manchmal eine richtige Diva. Wo geht's hier überhaupt zum Ausgang? Wir müssen irgendwie nach oben kommen, Harry. Heißt das, ich muss hier auch noch Treppen steigen? Beeil dich lieber, bevor die Dementoren wieder auftauchen. Die Idioten werde ich allesamt vergewaltigen. Scheiße, ist das der echte? Harry, los jetzt, wir haben keine Zeit. Das wird mir alles langsam zu stressig. Haben wir euch endlich. Euer kleiner Ausflug ist hiermit beendet. Harry, was machen wir denn jetzt? Platz da, Ronald, ich hab ne Idee. Oh nein, er öffnet die Gefängniszellen. Jetzt haben wir ein dickes Problem. Worauf wartet ihr? Schnappt euch die Dementoren! Ja! Ich glaube, das wird gleich wehtun. Und ich habe heute Morgen noch überlegt, ob ich mich krank schreiben lasse.